Seit 2015 ist er schon Schirmherr unseres Festivals und unterstützt uns sehr. Vielen Dank. Und mit großer Unterstützung der Stiftung Planetarium, des Zeiss Planetariums und von Tim Florian Horn persönlich. Ich gebe das Mikro jetzt mal weiter, weil er wird Sie als Gastgeber hier begrüßen. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im Kinosaal des Planetariums. Denn normalerweise, an vielen Veranstaltungen nutzen wir oben unseren Planetariumsaal, reisen mit Ihnen in die Sterne. Und wenn wir über ja vielleicht den besonderen Wert unseres Planeten heute sprechen wollen, dann bringe ich Ihnen zumindest ein bisschen Sterne mit. Denn wenn du, Tobias, einmal ganz zurückspulen magst an den Anfang von Video Perfekt, na, das geht im richtigen Universum ja auch eher schwer, dann sehen Sie auf diesem Bild unzählige Milchstraßen, unzählige Galaxien. Im Schnitt 200 Milliarden Sterne. Und wenn du das mal abfährst, bitte, dann will ich Sie so ein bisschen einordnen, worum es eigentlich geht. Bei all diesen Welten, die Sie hier sehen, was echte Beobachtungsdaten sind, sehen Sie im Schnitt 200 Milliarden Sterne mit schwarzen Löchern, mit Milchstraßen, Galaxien, die an uns vorbeiziehen. Und eine davon ist für uns besonders, nämlich unsere Heimat im All. Die kennen wir, weil wir mittendrin sind mit der Erde. Aber auch in der lokalen Gruppe, große, kleine, magellanische Wolke, ist direkt in der Nähe. Und Sie sehen, es ist so eine Spiralgalaxie. 100.000 Lichtjahre Durchmesser, 300 Milliarden Sterne. Jeder zweite Stern hat ein eigenes Planetensystem. Jeder zehnte Stern, erdähnlicher Planet. Jeder zehnte Stern bei 300 Milliarden, rechnen Sie das kurz aus. So viele Planeten, erdähnliche Planeten. Jeder Hundertste hat wahrscheinlich sogar ein Planet, der in einem richtigen Abstand zu seiner Sonne steht, dass es flüssiges Wasser an der Oberfläche gibt. Unsere Sonne mit, ich sag mal, 8,5 Planeten, Pluto haben wir aus eher nostalgischen Gründen noch eingeblendet. Dann wissen Sie, dass an dritter Stelle unsere Erde steht. Nicht zu dicht, nicht zu weit. Genau die richtige Temperatur für flüssiges Wasser. Und derzeit wissen wir von der Erde, umrundet von dem Mond, dass sich wahrscheinlich nur hier einigermaßen intelligentes Leben gebildet hat. So viel Sarkasmus muss sein, denn wenn Sie auf der Nachtseite der Erde schauen, dann sehen Sie die ziemlich hell beleuchtet. Das mag nicht nur daran liegen, dass da gerade die USA stehen, sondern einfach auf der Nachtseite der Erde jede Stadt zu erkennen ist. Und naja, Europa, das kennen wir ganz gut, aber Sie müssen sich vorstellen, dass dieser laue Saum, den Sie da eben gesehen haben, die Atmosphäre ist und wenn du einmal Pause machst, dann habe ich mit Ihnen eine Planetariumsveranstaltung im Kino gemacht, was normalerweise eine Stunde dauert, um zu erklären, wie besonders unser Planet ist. Bei 300 Milliarden Sternen, bei Milliarden Planeten da draußen, ist die Erde der einzige Ort, an dem wir leben können. Ein Umzug zum nächsten Planeten, bei Proxima Centauri b, würde mindestens 120.000 Jahre dauern. Ich weiß ja nicht, wie lange so Ihr Handy-Akku hält oder wie lange Sie das mit Ihrer Familie im Auto aushalten. Aber eine Vorstellung, als ganze Menschheit die Erde zu verlassen, auch nur zum Mars wären es 10 Monate. Und den Mars zu einer zweiten Erde zu machen, ist eigentlich auch völlig sinnfrei. Obwohl, beim Mars, da könnten wir es schaffen, denn da müssen wir nur sehr viel Treibhausgase in die Atmosphäre pusten und wenn wir was können, dann das. Insofern gibt es vielleicht dort draußen Möglichkeiten, dass wir als Menschheit in Millionen, in Milliarden Jahren, in Tausenden, in Hunderten Jahren vielleicht sogar schon die Erde verlassen und zu den Sternen reisen. Aber ich frage hier im Planetarium immer, ob das nur tut, denn die Erde, alle Menschen, die Sie kennen, alle Menschen, die Sie auch jemals kennenlernen werden, sind auf dieser Erde geboren. Und ich finde, dass auch die Aufgabe des Planetariums ist, das deutlich zu machen. Und daher unterstützen wir sehr gerne dieses Filmfestival mit der Arbeitskraft, mit einem wunderbaren Kino, mit dem Abend heute und sind sehr froh über diese Kooperation. Und meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen bei allen Herausforderungen und Filmen, die wir heute noch sehen werden, trotzdem viel Spaß. Publikum
besonders den Thorsten Hofer, Mitglied im Abgeordnetenhaus und im Bezirksstadträtin Bonatikje. Zum Filmprogramm. Trotz des speziellen Anlasses haben wir darauf verzichtet, Tschernobyl-Filme zu wählen, sondern wir haben aus unserem Archiv aus den Wettbewerbsfilmen des letzten Jahres zwei ganz besondere gewählt. Der Hauptfilm Liebesgrüße aus Mururoa von dem französischen Filmemacher Larry Benchicha wurde bei uns als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet und hat auch bei anderen Festivals schon viele erste Preise gewonnen, also quasi auf dem freien Markt. Er handelt von den französischen Atombombentests im Südpazifik und den Folgen, die daraus resultieren. Die resultierten insbesondere daraus, dass die Menschen, die dort arbeiteten und in der Umgebung waren, zu wenig informiert waren. Was mit dem zweiten Anliegen, das wir haben, über die Förderung der atomaren Filmemacher und der Filme hinaus, sehr korreliert, damit, dass wir unablässig informieren wollen, weil manches ließe sich vermeiden oder abmildern, wenn genügend Information vorhanden wäre. Vorher zeigen wir den Film Nuklear Zen von dem Berliner Filmemacher Michael Saub. Er ist selber anwesend und Sie werden nachher von ihm selber auch noch hören. Beide Filme laufen heute das erste Mal mit deutschen Untertiteln. Film ab! This is uranium. Kindy, Golden Bird. She was carrying in her beak a drop of water and a drop it onto the fire in the fly between the water and the fire. Looking at this, the animals laughed at Kree Kindy. So Kree Kindy, what do you think you're doing? Kindy replied, I'm just doing what I can. Manfred Mohr ist mein Name, ich bin Professor für Völkerrecht und ehrenamtlich tätig für die Koalition zur Ächtung von Uranmunition, IGPU. Ich spreche in Deutschland und vertrete auch die Juristen gegen Kernwaffen, die Alana. Wir sind die beiden Organisationen Partner des Uranium-Filmfestivals von Anfang an in Berlin und in anderen Orten in Deutschland. Und herzlichen Dank, Jutta Wunderlich, für die Begrüßung, für die Einführung und Herrn Horn auch vielen Dank für den Ausflug in die Weiten des Weltalls
was mich daran erinnert hat, dass ich eigentlich mal Kosmologie betreiben wollte. Aber das hat das Handicap, dass man dann erst durch die höhere Mathematik muss und durch die Physik im Studium, das war mir einfach zu hart. Deshalb bin ich Jurist geworden. Vielleicht ein bisschen einfacher im Sinne von, man kann reden, man kann andere Fertigkeiten entwickeln, wie auch immer. Herzlich willkommen, schönen Dank, dass ihr da seid an diesem wunderschönen, wollen wir schon sagen, Sommerabend hier in dem Kino, sich mit diesen sehr bedrückenden Themen zu beschäftigen, fordert einen schon heraus. Deshalb ohne große Vorreden, Umschweife, der Filmemacher. Dann nutzen wir das in Anführungszeichen dergestalt, dass ich Klaus Mittrup bitte ganz kurz zu seiner Rolle im Filmfestival-Kontext und sonst zu dem Thema etwas zu sagen. Bitte. Also, jetzt funktioniert es. Ich mache dann trotzdem weiter. Ich habe also die Schirmherrschaft sehr gerne übernommen, weil ich finde, es ist wichtig, dass man über die Gefahren der Atomenergienutzung und natürlich auch der Atomwaffen aufklärt. Und wir haben das erlebt, also ich habe als Schüler erlebt, wie Three Mile Island Harrisburg war in den 70er Jahren in den USA, kurz vor dem GAU. Dann hat man gesagt, das war ein einmaliger Unfall, es gab ja noch mehrere andere Vorkommnisse. Es gab dann Tschernobyl, hat man gesagt, das war ein kommunistisches Land und dann ist Fukushima passiert. Ich war auch selber schon in Fukushima zu Gast und da merkt man das ganz besonders, dass man eben keine Sensorik für nukleare Strahlen hat. Man merkt es eben einfach nicht. Du bist nur auf das Dosimeter angewiesen und läufst also oder bist im Bus wenige Meter von den havarierten Reaktoren entfernt. Weiß eigentlich gar nicht, bist du sicher oder nicht, ist ein ganz beklemmendes Gefühl. Deswegen habe ich gesagt, ich unterstütze das und gucke. Das ist ja der Vorteil als Bundestagsabgeordneter, dass man ein paar Leute kennt, dass man Leute ansprechen kann, dass man mit dem Umweltministerium, die es ja unterstützen, dem Überumweltbundesamt reden kann. Das war mir einfach wichtig. Es ist eine Frage von Aufklärung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir da noch weitere schlimme Dinge erleben, ist ja da. Und wir müssen eben gucken, dass wir das möglichst vermeiden. Deswegen ist unserer deutschen Rolle ist auch sehr wichtig, dass wir den Atomausstieg hinkriegen. Und wir haben uns eben eingangs schon wieder unterhalten, wir müssen auch wieder darüber stärker nachdenken, dass wieder Deutschland ein Land wird, das sich mit Krisenprävention und stark auseinandersetzt und Friedenspolitik macht, das ist ganz wichtig. Es ist dramatisch, dass Österreich und sozusagen das Abkommen zur Bannung von Atomwaffen unterschrieben hat, dass Deutschland das nicht getan hat. Also da haben wir noch einiges zu tun und ich unterstütze das gerne und mache da gerne weiter mit. Herzlichen Dank für das Statement und auch für das Bekenntnis zur Motivation, zum Engagement gegen das Nukleare, sage ich mal ganz allgemein. Michael Saub, Filmemacher des ersten Films. Was hat dich dazu gebracht, den Film zu machen? Was gibt es an Resonanz, an Feedback aus dem Publikum von Leuten, die das gesehen haben oder überhaupt aus der Szene zu dieser Arbeit oder allgemein zu deiner Tätigkeit in dem Kontext? Danke. Es gibt allgemein Feedback zu der Arbeit, die ich generell mache. Nun, ich bin Künstler, ich bin in diesem eigentlichen Sinne kein Filmemacher. Ich bearbeite das nukleare Thema seit etwa 2001 aus einem besonderen Grund, weil mir klar wurde, dass diese digitale Welt, die jetzt hier existiert, wo Bits in Elektronen gespeichert werden, dass die auf eine andere Sprache aufsetzt, und zwar der atomaren. Und das habe ich untersucht, wie ist die Umrechnung zwischen Information und Energie, also wie groß ist der Kohleberg, der verbrannt wird, um ein YouTube-Video anzuschauen. Das habe ich sehr früh untersucht, hatte wissenschaftliche Unterstützung und die Arbeiten, die ich mache, gehen in diese Richtung. Beim Machen stelle ich fest, auch beim Konzepteschreiben, dass ich eigentlich keine Chance habe, irgendein Fördergeld zu bekommen, weil wenn ich das artikuliere, was ich später umsetze, ist das abschreckend, rein textlich. Nun, wenn die Arbeit existiert, ich gebe ein Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Arbeit, das ist eine Weltkarte, 4 Meter mal 2 Meter 25 komplett aus über 40.000 Stück Zuckerwürfeln dargestellt. Darauf projiziere ich sämtliche Atombombentests in der zeitlichen Reihenfolge stark beschleunigt.
Und es wird dermaßen hypnotisch, dass man gar nicht wegschauen kann und es sich einem aufdrängt, das zu akzeptieren, was eigentlich zu sehen ist, was eigentlich sehr schwierig wäre. In dem Moment, wo so eine Arbeit ins Publikum kommt, erreiche ich zwischen jung und unendlich praktisch Altersklassen. Das bewegt mich tatsächlich dann. Es ist unglaublich schwierig, solche Arbeiten zu im Vorfeld zu artikulieren. Okay, oh ja, ich werde eine Projektion aus Zuckerwürfeln machen mit Atomtest. Ja, das funktioniert so nicht, aber warum ist das wichtig? Weil ich möchte mich gerne an auch vor allem Jugendliche adressieren, um solche Thematiken, sugarcoated, mit Zucker verpackt, praktisch zu transportieren. Warum habe ich Zucker genommen? Im Friedensfalle gibt es Zucker. Im Friedensfalle wird er konfisziert, um Sprengstoff herzustellen. Das ist diese dünne Haut zu artikulieren. All diese Arbeiten sind in einem gewissen Zyklus, den nenne ich 1000 und eine Sonne, 1000, one Suns. Und das ist eines dieser Ergebnisse. Ist eigentlich, wie habe ich den Herrn oder Kaibo kennengelernt? Ich hatte eine Ausstellung in Japan und er saß wie jetzt der Moderator des Podiums. Und ein Augenkontakt und ich wusste, dass wir sehr gute Freunde werden würden. Kaibo ist selbst Professor für Kulturanthropologie in Yokohama. Er ist ein besonderer Mensch. Er ist sehr fein in seinem Umgang, aber auch sehr bestimmt. Er verlangt von seinen Studenten, die dürfen gar nicht bei ihm studieren, wenn sie nicht im Reisfeld, was er vor der Schule hat anlegen lassen, in Pflanzen arbeiten, oder im Reisfeld arbeiten. Und das taucht er auch in seiner Argumentation auf. Wurzeln, da ist die Wurzel, wo ist die Wurzel? Die Wurzeln sind verflochten. Mir fällt mir gerade gar nicht so ein, aber er bringt mehrere Beispiele, die er aus diesem Kontext generiert. Und was mich beeindruckt hat, ist, wie er es schafft, die Komplexität des Themas zu durchdenken, obwohl er es hasst. Er vergleicht das Nukleare mit dem Tod. Speziell, ganz direkt, aber er schafft es, das zu reflektieren und vor allem als das zu erkennen, als etwas zu erkennen, was auf einer Basisstruktur aufbaut. Also man kann nicht das Atomare mit Technik bekämpfen, sondern man muss die Wurzel erkennen. Vielen Dank. Vielleicht können wir kurz überleiten zu Franke, um dann die Runde voll eingeführt zu haben, danach über den ersten Film, auch über den zweiten Film sprechen, mit euch, mit Ihnen zusammen. Franka, vielleicht zu deiner Rolle in Anführungszeichen. Es gibt auch einen Erinnerungsmoment, auch mit zu dir, was eben gesagt wurde. Vor einem Jahr etwa hatten wir an der gleichen Stelle ein IPPNW-Special im Rahmen des Filmfestivals. Und ihr, die jungen IPPNWler, haben sich Filme ausgesucht zu dem Thema. Und ein Film war so ähnlich wie der, wie du es uns sagst, okay, wie du gerade beschrieben hast, Atomtests zu visualisieren. Ihr habt den Film gezeigt, der 15 oder 20 Minuten lang nur Bilder von Atomtests zeigt, geschnitten, immer so 50 Bilder auf einem Screen. Auf Greenaway, der Film. Richtig. Der ist so unerträglich, dass man da 2-3 Minuten ausgehen will aus dem Saal. Man kann den Sound nicht mehr hören, kann die Bilder nicht ertragen. Das ist dann einfach Dokumentaraufnahmen von Atomtests. Also, unheimlich beeindruckend. Franka, ja, zu deiner Arbeit und vielleicht schon eine erste Reaktion auch zu den Filmen, die du kriegen kannst. Ja, hallo, ich bin Franka Brücken, ich bin Medizinstudentin und Mitglied der IPPNW. Das sind die Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und Ärzte in sozialer Verantwortung. Und wie Manfred schon sagte, wir sind auch Unterstützer und gerne Teilnehmer des Uranium Film Festivals. Und ja, ich erinnere mich, ich habe mich sehr an den Film erinnert, wie du auch sagtest, als Michael es gerade erzählte. Es wurden insgesamt über 2000 Atombombentests durchgeführt weltweit. Und das ist eine Realität,
mit der man irgendwie Leute konfrontiert, auch dieses ganze nukleare Thema, wenn ich mit meinen Kommilitonen, mit anderen Leuten in meinem Alter darüber spreche, dann fragen die immer, warum denn? Also Atombomben, das ist doch irgendwie passé, das ist doch, wir lernen darüber im Geschichtsunterricht, das ist doch Kalter Krieg. Warum beschäftigst du dich als Medizinstudentin damit? Und es dauert ganz schön lange, bis man denen erklärt, was es wirklich macht, warum ich mich damit beschäftige, aber es ist eigentlich ganz gut zusammenfassbar, indem man sagt, dass eben Atombomben und das ganze nukleare Thema nicht passé sind, sondern immer noch wahnsinnig prominent in unserem Alltag. Das finde ich auch in dem Film ganz schön rüberkam, dass die, unsere Welt gerade, irgendwie unsere vor allem die Sicherheitsstruktur, eben immer noch wahnsinnig auf Abschreckung und auf dem Prinzip der nuklearen Abschreckung beruht. Ich also habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt und durfte auch die Hibakusha-Ausstellung, also eine Ausstellung über all die Opfer oder Überlebenden der Atombomben und aber auch der ganzen Atomindustrie vorstellen. Als ich mich damit weiter beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es eben auch gar nicht nur um die Atombomben geht, um die über 2000, die auf der Welt explodiert sind und all die Folgen, die daraus entstehen, sondern dass eine ganze Kette dahinter steckt. Von den Urananreicherungen, von den Uranminen, die gebaut werden, dass weltweit so viele Menschen davon betroffen sind und wie wir in dem Film, in dem zweiten Film wunderbar erklärt bekommen haben, weiterhin betroffen sein werden über Generationen hinweg, dass das eigentlich gar kein Thema ist, wo sich, also da verstehe ich die Frage nicht, warum beschäftigt man sich denn damit nicht? Also, ich finde, das ist, ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr große Probleme, die wir und die unsere Generation gerade hat und wir als Menschheit und Gesellschaft. Aber das Nukleare ist so etwas Grundlegendes und auf dem so viel aufbaut, dass es sich langsam echt, also ich finde, es lohnt sich zu hinterfragen, in welcher Welt wir in Zukunft leben wollen und ob wir wirklich in einer Welt leben wollen, die darauf beruht, wo wir uns zwar sicher fühlen, aber diese Sicherheit darauf beruht, dass wir mit dem Massenmord, mit der unglaublichen Zerstörung tagtäglich drohen und anderen Staaten damit drohen. Ich hatte gerade die Chance, in Indien und Pakistan zu sein und da wurde mir auch klar, wie überall auf der Welt das ein Thema ist. Und dieses Prinzip der Abschreckung nicht nur zwischen USA und Russland funktioniert, sondern zwischen Indien und Pakistan genauso. Und ja, da habe ich schon ganz schön lang geredet, tut mir leid. ja, ich gebe mal ab. Das war garantiert nicht zu lange. Ja, das Publikum ist jetzt gefragt, eingeladen, zu reagieren auf vielleicht erstmal den ersten Film, dann können wir gerne über das Thema des zweiten Films reden. Gibt es Wortmeldungen, Wünsche sich zu äußern oder Fragen zu stellen? Bitte schön. Ja, gib dir mal ein Mikro, oder? Also ich hätte eine Frage. Eigentlich an den Herrn Mintrup, denn also Sie sagen ja, Sie unterstützen das als Schirmherr. Achso, ich stelle mich kurz vor, ich bin Christian Rall, wohne hier in Pankow und saß auch schon mal mit ihm auf einem Podium. Was Sie denn tun, also eine Schirmherrschaft, inwiefern unterstützt die dieses Festival? Und wie setzen Sie sich im Bundestag dafür ein, dass zum Beispiel in Deutschland stationierte Atomraketen der NATO-Partner, dass wir die mal loswerden? Was tun Sie denn dafür? Direkte Frage, vielleicht möchte ich antworten. Ja, so ein Festival muss ja organisiert und vorbereitet werden und es ist so, dass dafür Förderanträge gestellt werden. Die besprechen wir natürlich, die werden begleitet von mir. Dann gibt es dann entsprechende Unterstützungsschreiben für Sponsoren. Das ist einfach ganz normale, harte Alltagsarbeit. Das kann man sozusagen ja bestätigen. Und ich bin nicht im Auswärtigen Ausschuss, muss ich dazu sagen. Ich will mich jetzt auch nicht verteidigen an dieser Stelle, ne, sondern ich sage einfach, wie die sozusagen die Lage ist. Also ich bin im Umweltausschuss, werde da auch drin bleiben. Ne, und ich werde mich sozusagen in den internen Diskussionen habe ich mich klar auf die Seite von Wolf Mützenich gestellt, was also jetzt sozusagen unsere Position angeht innerhalb der SPD, dass wir also auch uns stärker einsetzen für eine Welt ohne Nuklearwaffen, dass das für uns ein wichtiges Ziel ist. Ich bin regelmäßig bei den Japanern, wenn sie ihre Gedenktage machen zu den Atomwaffen,
Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki und also sozusagen an den Kontakt. Und das sind die Dinge, die ich sozusagen in diesem Atomwaffenbereich machen kann. Es ist relativ wenig, muss man deutlich sagen. Wo ich mich viel stärker engagiere, ist die Frage der sozusagen der Alternativen zur Atomenergie. Ich bin Mitglied der deutsch-japanischen Parlamentariergruppe. Ich war zweimal in Japan. Ich habe in Japan unterstütze meine Kollegen. Da gibt es auch eine kleine Parlamentariergruppe gegen Atomkraft. Ich habe mich auch mit Naruto Kan dort getroffen. Ich wollte eigentlich dieses Jahr schon wieder da sein. An dem Tag mit dem deutschen Botschafter telefoniert, meinen Besuch angekündigt, an dem die Jamaika-Koalition geplatzt ist. Oder sind wir so ein bisschen in andere Dinge gekommen. Wir haben die letzten zwei Tage einen deutsch-japanischen Austausch gehabt über die Frage Umwelttechnologie, das deutsch-japanische Umwelttechnologie-Symposium. Ich habe mich am Rande mit der NEDO getroffen, die finanzieren auch erneuerbare Energienprojekte. Wir tauschen uns aus, haben also auch einen deutsch-japanischen Kooperationsrat für die Energiewende gegründet. Das sind immer sehr schwierige Diskussionen, weil man auf der einen Seite die japanische Umweltbewegung unterstützen muss und Überzeugungsarbeit leisten. Und das Wichtigste, um den Satz noch zu Ende zu bringen, ist, dass wir, ganz fand ich meinen Fall, aber dass ich meinen Beitrag dazu leiste, dass die deutsche Energiewende erfolgreich ist. Das ist das Allerwichtigste. Wobei man in Klammern dazu sagen muss, die Japaner haben auch mit weniger Atomkraft am Laufen als wir. Also das ist die nackte Realität, weil die noch gar nicht so viele Anlagen hochgefahren haben. Also das ist mein Beitrag. Kurz nochmal konkret nachgefragt, unterstützen Sie dieses Festival auch finanziell? Ich habe schon was gespendet, ich glaube nicht. Nein. Ja, die Beträge sozusagen, die Beträge, also ich habe mich immer um die Sponsorship gekümmert. Weißt du, Jutta? Ich glaube nicht. Ja, danke. Weitere Fragen zum Thema Allgemeine oder zum ersten, zweiten Film bitte. Hallo, ich bin Frau Süßteil, ich bin hier gewesen zu Berlin. Der Film von Herrn Saub war sehr, sehr eindrucksvoll, weil er so persönlich war von der Ausstrahlung dieses Japaners, der selber gesagt hat, am Anfang war er Aktivist und hat schon das Negative betonen müssen und erlauben ihm ja die Leute weg. Aber bei so einem Film, wo auch positiv gesagt hat, wofür riskieren wir unser Leben eigentlich und was können wir machen? Und ja, auch kleine Dinge darüber zu sprechen, auch zu klären, das hilft schon doch. Und er zeigt, wir alle sitzen in demselben Boot, wir alle leben unter demselben Himmel in allen Ländern auf der Welt und alle die vielen sind schon wach. Mir tut es leid, dass solche Filme nicht mehr in der Öffentlichkeit sind, in Schulen und so weiter und so fort. Warum nicht? Weil er hat so eine positive Ausstrahlung, besonders auch auf die Eltern hätte er das. Weil sie haben ja Angst, dieses Thema. Sie wollen sich nicht damit konfrontieren. Das ist es. Und dieser Film ist aber wunderbar. Also, ja. Dazu etwas, wie man es an die Schulen bringen kann, zum Beispiel. Entschuldigung, darf ich was sagen? Danke, Sie ehren mich. Ich arbeite genau daran, ich möchte einen neuen Weltatlas herausbringen, der sich durch Technologie, sprich, es nennt sich Augmented Reality. Ich bringe einen Atlas, kann ihn umblättern, habe Landkarten, Fotos drin. Wenn ich mein Mobiltelefon nehme, kann ich eine Überlagerung darstellen. Auf diesem Kanal werde ich junge Leute erreichen können, weil es das Medium ist mit demokratisch, jeder hat das in der Tasche heutzutage und es ist faszinierend und es vermittelt unglaubliche Mengen an Informationen über die Welt auf eine faszinierende Art. Das wäre das ideale Publikum, was du erreichen wäre. Menschen unter vielleicht 15 Jahre alt maximal, die ja offen sind und das verstehen kann. Da gebe ich Ihnen recht. Ich danke ausdrücklich für die Anregung. Es ist ja nämlich auch so, wir haben uns dieses Jahr und auch die letzten Jahre schon sehr bemüht, an die Schulen heranzukriegen. Wir haben dieses Jahr in Zusammenarbeit mit Dr. Alex Rosenhöchst persönlich ein ganz attraktives Angebot geschneidert, was allerdings einen Film zum Inhalt hatte, der die Schulen und die Elternschaften dann vielleicht doch abgeschreckt hat. Es handelt
es sich um ein Atomkriegsdrama, das allerdings ohne jegliche Katastrophen- und Gewaltszenen geschildert ist. Eine kluge Aufbereitung dessen, dass was passieren würde, wenn es zu einem Atombombenabwurf in Deutschland, im Speziellen im ländlicheren Raum, führen würde, wie sehr dann die Infrastruktur überfordert wäre. Und also wie man darauf reagieren könnte, das Ergebnis ist natürlich sehr frustrierend. Das mag die Schulen dann im Endeffekt abgeschreckt haben. Es kommt wohl nicht zustande. Ich habe auch alle Schulen nochmal abtelefoniert und bekam also dort, wo überhaupt eine Resonanz war, ganz verhaltene nur. Ich nehme diesen Vorschlag sehr gerne auf und werde mich noch näher mit Michael Saub darüber unterhalten, dass man vielleicht auf der Basis das nochmal strickt. Vielen Dank. Okay, geht es also weiter mit Aktivitäten und Ideen. Vielleicht von meiner Seite eine kurze Anmerkung zum ersten Film. Das Japan-Spezifische steht natürlich im Raum. Und so habe ich auch Fukushima erlebt oder die Entwicklung danach. Ich war öfter in Japan, habe Japan als eine zerrissene Gesellschaft auch kennengelernt, mit Macho-Zügen durch Macho-Verhalten geprägt ist, durch eine Spaltung in traditionelles, modernes Verhalten, auch durch Empfehlen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten. Die Medien haben da auch so reagiert auf Fukushima, wie es in Deutschland eigentlich man hätte nicht hätte vorstellen können. Okay, da ist man schnell bei dem Punkt zu sagen, das alles ist speziell japanisch und auch was der Philosoph so erklärt hat, kann man nicht so übertragen auf Deutschland. Atomkraft in der Lanke fiel mir übrigens dabei ein bei diesem Slogan. Wir haben ja Frau Merkel und wir haben den Ausstieg aus der Atomenergie. Aber gegenwärtig oder in dem Moment, wo ich jetzt hier sitze und wir die Vordiskussion haben, bin ich nicht mehr so auf das Japan-Spezifische fokussiert und fühle mich auch nicht mehr so wohl in meiner deutschen Haut, auch nicht mit dem Atomausstieg, weil die Urananreicherungsanlage in Groningen arbeitet weiter und wir machen eine verheerende Politik in Sachen Nuklearabrüstung. Wir haben auch vor einem knappen Jahr hier gefeiert, den Bend Treaty, den Atomwaffenverbotsvertrag, die Leute von ICAN waren da, es war eine tolle Stimmung. Was macht Deutschland? Es zieht sich zurück, es hält sich zurück. Es betreibt eine Abrüstungspolitik mittlerweile, für die man sich nur noch schämen kann. Aber das deutsche Abrüstungsexperiment, die Kontakte zu anderen Kontakten nicht mehr vorhanden. Also nichts damit speziell japanisch, wir sind auf der besseren Seite der Geschichte. Mittlerweile jedenfalls habe ich diese Erkenntnis und will sie mit Ihnen, mit euch teilen. Ja, auch zu dem ersten Film nochmal überhaupt zum Thema weitere Wortmeldungen, Reaktionen, Fragen, bitte gerne. Vielleicht zum Thema Atomtests, zu dem zweiten Komplex, der natürlich auch sehr erschütternd dargestellt wurde. Da haben wir den Atomwaffenverbotsvertrag. Der hat Regelungen dazu für Testopfer, für Hibakusha, die werden erwähnt in der Präambel. Und diese Regeln kann man auch anwenden, bevor die Nuklearmächte sich dem Vertrag anschließen, weil sie ihn machen werden. Wo der Völkerrechtler dann sagt, okay, dann ist das Völkergewohnheitsrecht und irgendwie erreichen wir schon die schuldigen Staaten, die es ja wirklich sind, dass sie auch haften für diese katastrophalen Konsequenzen, die sie an den eigenen Leuten hinterlassen haben, wofür sie nicht Kompensation leisten. Egal, gibt es dazu Anmerkungen oder auch aus dem Podium? Kollege nochmal, bitte. Ja, es tut mir leid, aber Sie haben halt gerade auch so ein Stichwort gesagt, Schurkenstaaten. Also sind eben Frankreich, ist Frankreich nicht auch ein Schurkenstaat in dem Sinn, ne, dass es diese Tests durchgeführt hat? Ist Deutschland nicht auch ein Schurkenstaat, in dem er massenhaft Technologie für Atomanlagen liefert? Also sind wir nicht auch Schurkenstaaten? Frage ich jetzt einfach mal so in die Runde, vielleicht einfach aufs Podium gefragt. Danke, selber habe das Wort Schurkenstaat in dem Zusammenhang einfach noch nicht benutzt, aber ich gebe dir oder Ihnen da vielleicht recht dahingehend, dass ich unglaublich enttäuscht bin von der deutschen Außenpolitik, aber auch von der Wirtschaftspolitik, wenn man so will, was wir an Waffenexporten, aber auch für die Atomindustrie an andere Länder exportieren. Und dass Deutschland den Ächtungsvertrag, der jetzt ja letztes Jahr in der UN beschlossen wurde,
ihr boykottiert, nicht mal mitverhandelt hat, ist ein absolutes Desaster, finde ich, für die ganze Welt, weil von Deutschland sollte eigentlich aus traditioneller Sicht und auch so wie ich Deutschland kennengelernt habe, aus meiner Generation irgendwie ein Friedenssignal ausgehen. Und so wie ich es empfinde, versteckt sich die Regierung irgendwie hinter der NATO und dem Bündnis, also der Bündnistreue. Und ja, ich finde es enttäuschend. Und da muss, glaube ich, die Öffentlichkeit und also wir die Regierung irgendwie dazu ermuntern, zwingen, dass sich diese Einstellung ändert und dass man eben den Status quo mal hinterfragt. Das ist richtig. Ich will mal das Publikum animieren, wenn sie die schon so lange hier aushaltet, noch zu fragen oder Anmerkungen zu machen. Ich habe ja ins Podium gefragt. Also okay, okay. Dann kriege ich an und bin auch weiter. Wir haben ja unglaublich viel Glück gehabt als Deutschland. Also ich bin gebürtiger Westfale, bin dann in den 90er Jahren, ich sage mal, Arbeitsmigrant nach Berlin gekommen, bin in der Nähe vom Teutoburger Wald geboren. So. Und da auf dem Teutoburger Wald gab es so Gullischächte. Das habe ich als Kind nie verstanden, da war ja kein Wasser. Das war für nukleare Landminen. Die hätten quasi in dem Fall, im Kriegsfall, hätten sie einfach sozusagen das alles in die Luft gejagt. Die Franzosen, die hier ja eben einen Atomtest, die hatten ihre Atomraketen im Zentralmassiv, die wären nicht bis Hannover geflogen. Das war eine Raketen. Mein Bruder ich habe Kriegsdienst verweigert, mein Bruder war bei der Bundeswehr, hat einen Herkules-Flugabwehrraketen bedient. Der hatte sozusagen Kontakt zu Atomsprengstoffen, Sprengköpfen und ist auch sozusagen schwer erkrankt. Und das war alles sozusagen auf ganz wenigen Quadratmetern. Und ich habe also 82 den Krefelder Appell unterschrieben und wir haben unglaublich viel Glück gehabt, dass es gut gegangen ist. Und das lag, glaube ich, primär auch an Herrn Gorbatschow und nicht an den westlichen Politikern. Und wenn man so viel Glück gehabt hat, dann sollte man wirklich schauen, dass man daraus die Konsequenzen zieht. So, und da sind wir im Augenblick, das ist völlig korrekt, viel sozusagen zu zurückhalten, müssen da einen ganz anderen Weg machen, müssen es auch sozusagen viel stärker diskutieren. Das Drama internationaler Politik, habe ich eben auch in der Vorbesprechung gesagt, ist wahrscheinlich mit dem zweiten Irakkrieg passiert, wo auf Basis von Lügen und erfundenen Massenvernichtungswaffen sicherlich ein fürchterlicher Diktator sozusagen geschliffen wurde. Aber das Signal für Diktatoren war an der Stelle, bewaffnet euch bis an die Zähne und möglichst nuklear, dann werdet ihr nicht angegriffen. Das ist eine ganz große Katastrophe, davon werden wir noch Jahrzehnte brauchen, bis wir uns davon erholt haben. Das war, auch wenn wir als Deutschland nicht mitgemacht haben, können wir nicht drauf stolz sein, aber diese ganze Rhetorik, Schurkenstaat, nicht Schurkenstaat, dieses Schwarz-Weiß, dieses Teufel, das ist alles falsch und extrem gefährlich. Und vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, bei dem zweiten Irakkrieg sieht, dass das alles auf Lügen basiert hat. Und da wird der Westen noch ewig dran tragen müssen. Und das tut uns überhaupt nicht gut. Das ist eine sehr angespannte und gefährliche Situation, die wir im Augenblick haben. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber mir ist was aufgefallen, und zwar, wenn man Kontakt hat mit radioaktiver Substanz, verstrahlt wird, leicht oder schwer, okay, was macht man? Wo geht man hin? Du gehst zu deinem Hausarzt, sagst, was kann ich tun? Soll ich zum Bundesamt für Strahlenschutz oder soll ich zum Karlsruhe Institut für Technology, die Strahlenkammer? Der Hausarzt als erstes schaut einen an, als würde man ihm eine Lügengeschichte erzählen, sich wichtig machen oder vielleicht auf Drogenentzug sein oder etwas dieser Art. Dann denke ich mir, der Mann, den ich dazu noch kenne, der kennt sich überhaupt nicht aus in der Sache. Null. Und er denkt, na, vielleicht will ich mich gerade nicht wichtig machen. Nun, gut, wir leben in Deutschland und wenn hier ein Reaktor hochgeht, dann hat Polen ein Problem. Von den Winden her, ja. Was ist aber wohl in wir, in Frankreich? Weil mein Arzt, ich meine, das nur als kurz gesehen, dachte ich, meine Güte, schlecht. Das zweite ist, Entschuldigung, das möchte ich noch sagen, vor 3 Jahren war es 70 Jahre Hiroshima, also ein Jahrestag. Und ich saß am Tisch mit dem Direktor eines deutschen Fernsehsenders
französischen Fernsehsenders und dem Direktor eines deutschen Museums. Ja, Hiroshima, okay, das war eine Kriegshandlung, okay, aber es ging eher um das Atomare, das Zivile, die gute Seite, das also die friedliche oder unfriedliche Nutzung. Und ich sage das jetzt nochmal, ich habe gesagt, nun gut, wir sind alle erwachsen, ich weiß, was hinter der Steckdose kommt, wo das hingeht, ins Kraftwerk, da wird irgendwie Wasser gekocht und dann auch mit Uran, gerade eine Turbine an und so weiter. Wir alle wissen, da kann was schief gehen. Fukushima kümmert mich in der Hinsicht gar nicht, ja, weil das muss einfach irgendwie passieren, das wird irgendwann passieren. Das Zweite, was mich wirklich beschäftigt, ist Nuklearkrieg, habe ich gesagt. Das ist 3 Jahre her und die beiden haben mich beide angeguckt, als wäre ich irrsinnig. Wirklich, 3 Jahre später, jetzt, was steht überall, Nordkorea auf einmal, ja. Ich habe selber gleich programmieren kann, der sogenannten künstlichen jetzt einen Nachrichtenkanal, in dem ich von über 1 Million Webseiten das extrahieren kann und es taucht großartig wieder auf. Dann das Dritte, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, ist in einem Bekanntenkreis, auch zum Teil, gibt es unheimlich naive bei erwachsenen Menschen und deswegen auch danke für den zweiten Film. Es gibt unglaublich naive Vorstellungen über Atomkrieg. Zum Beispiel, ah, das wäre doch super, da bist du in 0, nichts weg, so vaporisiert oder so, wirklich, naja, aber nur wenn du mal wirklich Glück hast, wenn du genau im Zentrum sitzt, dann passiert dir das, aber solche Vorstellungen sind auch bei studierten, gebildeten, wie auch immer, Menschen einfach da, dann denke ich, was ist denn passiert überhaupt? Welcher Teil von uns hat geschlafen? Der ausbildet oder Schule oder der Bürger ist und für den Staat bürgt, im Kriegsfall mit dem Leben, im Friedensfall mit dem Geld, welche Seite hatten wir da? Das kann doch gar nicht sein. Ja, also erstmal vielen Dank für die 2 sehr beeindruckenden Filme. Was mir so aufgefallen ist bei beiden Filmen, ist, dass es auch so eine Art Sinnlichkeit gibt. Ne? Also die Opfer von der Atombombe, die haben ja immer gesprochen, ja, dieser Pilz, der sieht so wunderschön aus und das ist ein Bild, was wir nie vergessen werden. Und das hat man ja auch so ein bisschen so im Kopf, ne? diese unglaubliche Explosion, dieses Licht. Und die Folgen sind ja dann so unsichtlich schlimm. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, man erzeugt Strom, um auch quasi Licht zu haben, die ganze Welt zu beleuchten, die man ja dann auch schon im Weltraum sieht. Das finde ich spannend. Und die andere Sache bei dem ersten Film von Michael Saub, der ja Nuclear Sam heißt, also die Grundaussage von dem Film ist, und das finde ich so essentiell, ist eine neue Geisteshaltung zu vermitteln, ja, und in die Welt rauszutragen, weil meine Generation und die Generation meiner Eltern, die natürlich mit dem Atom, nein danke, viel zu tun hatten, die haben diese ganzen 80er-Jahre-Bilder im Kopf und denken, das ist alles so weit weg, ist es aber eben nicht. Und es hat schon fast so ein bisschen, es wird dann schon fast antiquiert, wenn man irgendwo diesen Aufkleber sieht und den wahrscheinlich viele Eltern von uns auf dem Auto haben kleben haben. Ja, aber es ist halt so eine krasse Realität eigentlich und dieser Realitätsanbruch erfolgt nicht, weil eben viele Angst davor haben, sich dem zu stellen und ja, also diese Geisteshaltung, das ist eigentlich so der Key, also der Schlüssel, dass man das Thema neu vermittelt. Das ist so, wollte ich einfach nur mal so in die Runde schmeißen. Vielleicht jetzt zu der anderen Fragestellung da drüben. Mein Name ist Heinz Zehl, ich komme aus Berlin. Ich bin ein sogenannter Mars, die Familie Penmars, wo die ersten Atomversuche stattgefunden haben mit der Franzosen. Ich möchte nochmal Bezug auf diese Frage mit dem Schurkenstaat. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema in der offenen Diplomatie heutzutage. Frankreich
Krankheit ist ein Schurkenstaat. Und meine große Sorge, ich habe sehr viel mitbekommen, auch wie der Kollege aus dem Bundestag hat ja wohl gesagt, wie das in den zentralen Massiv zugegangen ist. Diese Atomraketen waren wahrscheinlich nicht auf Deutschland. Es war einfach die Force de Frappe de la France, die ihr NATO und ihr Mandat in der UNO befestigt hat. Frankreich ist natürlich ein Schurkenstaat und ich bin im Moment assoziativ, weil unser Präsident war gestern hier mit Frau Merkel vor Ort im Bundestag, im Bundestagsamt und auch auf dem Humboldt-Forum. Und meine große Sorge ist im Grunde genommen, dass die Franzosen uns in eine nukleare Aufrüstung hineinbringen. Deswegen, das ist meine große Sorge und Frau von der Leyen, vielleicht hat sie ein Kriegsgen, das wir noch gar nicht kennen. Meine große Sorge ist, dass wir da in Sachen verwickelt werden, wenn Uran abgebaut wird im Tschad, in Nordafrika, wo man noch nicht immer sehr aufpassen muss. Vielen Dank für die tollen Filme, vor allen Dingen auch. Moreover. Merci beaucoup. Danke, Kurt. Noch eine Wortmeldung hier. Wie wollten Sie noch was? Ja, der zweite Film, das kann man ja wirklich nicht wegwischen und verdrängen. Die Aussage ist sehr, sehr groß, wie langanhaltender Schaden ist durch Aktion Visual. Die hat derzeit die Ausscheidungen passieren, die Wege, die gebrochen werden, die bleiben. Also wir haben da auch in unserem Kreis über den Weg viel darüber diskutiert. Wir haben da einen Pathologen, der sich da sehr darüber interessiert. Ich war selbst bei einem Vortrag von mir sehr erschüttert. Der Anfang, das Aufbrechen der Büchse der Bantora, wir haben diese künstlichen Isotopen geschaffen bei der Kernspaltung. Die natürliche Radioaktivität, die wir überall haben, wir selber strahlen 9000 Becquerel am Tag, die vertragen wir. Aber die künstliche nicht. Im Jahre 38 hat Hahn, Meitner, Rutherford zusammen, jeder hat Experimente gemacht, erstmalig die Kernspaltung veröffentlicht, wissenschaftliche Artikel geschrieben. 38 erst ist ihnen das Atommodell gewesen und 45 haben wir die erste Atombombe. Sie haben gar nicht gewusst, was sie machen, mit welcher Gefahr sie da spielen und hinterher die ganzen nuklearen Tests war so das Aufarbeiten davon. Wie viel brauchen wir? Was ist die kritische Masse und so weiter? Und an die Menschen, die damit zu tun hatten, und ich meine, ein bisschen von Mönchen musste man schon wissen, dass Radioaktivität nichts Zahmes ist. Und trotzdem hat man das gemacht. Und bis heute. Wir sind Meister im Verdrängen und mit all unseren Möglichkeiten, uns zu informieren. Die meisten von uns verdrängen das. Und ich denke, wir sollten nicht mehr, wir müssen mehr davon arbeiten, ja. Diese Demagogie, Abschreckung, Kalter Krieg, mit solchen Mitteln, die die Menschheit auslöschen können. Das ist für mich unvorstellbar. Okay. Heiner Bicker hatte sich noch gemeldet. Ja, vielen Dank für die beiden sehr eindrucksvollen Filme. Ich habe gerade bei mir, ich betreibe das Antikriegscafé in Berlin-Mitte, da läuft auch gerade eine Ausstellung vom Festivaldirektor Suchanek, der eine Ausstellung, eine Fotoausstellung hat zu dem ersten nuklearen Unfall vor Tschernobyl, das Jahr davor in Brasilien, auch sehr eindrucksvoll, weil das nur ein ganz kleines medizinisches Gerät war, was dort ganz große dramatische Folgen ausgelöst hat. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf das Thema Schurkenstaat zurückkommen. Wir haben heute vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundestages eine Meldung, dass sich Frau Merkel beteiligt hat, zumindest von ihrem Statement her, dass sie die Militärschläge Großbritanniens, Frankreichs und der USA gegen Syrien gut geheißen hat. Und der Wissenschaftliche Beirat hat das einen ganz klaren Bruch des Völkerrechts genannt. Und wir befinden uns in einer Situation, wo wir in einen neuen Kalten Krieg hineinkommen, der sogar von Trump fast auf ein nukleares Niveau hätte gehoben werden können. Wir sind knapp
dran vorbeigekommen, dass es zu Militärschlägen dort, zu direkter Auseinandersetzung gekommen ist. Und ich glaube, wir brauchen wirklich eine Abrüstung, das ist unbedingt notwendig. Und diese Lügen, die auch angesprochen wurden, die der erste Irakkrieg, der zweite Irakkrieg, die Ursache davon war, die wiederholt sich halt in der Schablone jetzt genau wieder die Argumentation gegen Russland, die man auch in keiner Weise unterstützen kann. Russland ist eben auch vielleicht ein Schurkenstaat in Anführungszeichen in diesem Sinne auch. Aber ich glaube, der Westen treibt hier eine Politik voran, auch vor allen Dingen über die NATO, die wirklich jeder Abrüstungswunsch gegenübersteht und entgegensteht. Und wir müssen wirklich dafür eintreten wollen, hier in Berlin, dass sich das ändert. Und das ist eben auch vielleicht die Aufgabe der SPD mit in dieser Koalition, die sie da bizarrerweise eingegangen ist, mit solchen Leuten wie von der Leyen, die wirklich ein Kriegsgehen in sich tragen und keine Entspannung wollen scheinbar, dass wir da wirklich unsere Stimme erheben und aktiv werden in jeder Weise, die möglich ist. Vielen Dank. Dann habe ich ja was angerechnet mit den Schurkenstaaten. Das wollte ich gar nicht. Das meine ich doch nicht so. Ich meine die Staaten, die verantwortlich sind für solche Verbrechen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Die kann man ja so benennen und die sollen dafür auch haftbar gemacht werden. In dem Sinne sind sie Schurkenstaaten. Ich will einfach nochmal eine Lanze für das Recht brechen. Einer, das ist erwähnt, man bezieht sich auf das Völkerrecht. Und das sollte man zunehmend auch versuchen in der Diskussion, weil wir sonst in den Fake News langsam untergehen und total die Orientierung verlieren. Das ist so meine Beobachtung auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass die Menschen konfus sind, dass sie nicht mehr wissen, wer liegt jetzt wann. Und welche Fernsehbilder sind jetzt gerade gefälscht oder nicht gefälscht? Und was ist denn mit dem Chemiewaffeneinsatz? Wer kontrolliert das eigentlich? Gibt es dafür noch Regeln? Und selbst im Kollegenkreis gibt es verlautbar Veröffentlichungen, die sagen, das Völkerrecht ist tot. Nach der Ukraine-Annexion, die wahrscheinlich gar keine war, durch Russland gilt das alles nicht mehr. Was Quatsch ist, natürlich gibt es die UNO noch. Die UNO ist gerade gestärkt durch den Atomwaffenverbotsvertrag wieder erstanden. Und darauf sollte man sich beziehen. Man sollte die Regeln lesen, die da sind und anwenden, damit man sich auch wieder ein bisschen beruhigt und eine Orientierung bekommt und nicht untergeht in den ganzen Hin und Her und ideologischer und Cyberwar und was da alles kriegt, wie man kriegt und vorhanden ist. Das ist so ein Punkt, den ich noch machen möchte, nicht von Berufswegen, sondern auch als Friedensbewegter oder als Mensch, den das alles auch mitnimmt und umtreibt. Und es gibt die Atomwaffentests ja nicht nur der Franzosen mit ihrer Force de Frappe, verliebt sind, immer noch, da gebe ich Ihnen völlig recht, das sind technologienahes und deshalb sehe ich nicht so sehr die Gefahr, dass wir in Nuklearambitionen Frankreichs verstrickt werden, aber schon mit neuen Waffenproduktionen zu tun haben, neue Panzer werden entwickelt mit den Franzosen zusammen und da könnten vielleicht Uranwaffen wieder zum Einsatz kommen. Uran nimmt sich, das ist ein Punkt. Was ich sagen will, auch die Amerikaner haben in den Bikini-Atoll schwer gebombt und unheimliche Umweltschäden verursacht und Menschen sind gestorben. Der kleine Staat Marshall Islands, winzig klein, aber ohne Mitgliedstaat, verklagt daraufhin die USA und andere Staaten, Kernwaffenstaaten, wegen dieser Schäden vor dem Internationalen Gerichtshof. Das ist der Weg, den man gehen muss, den man gehen kann. Leider ist das Verfahren gescheitert aus prozeduralen Gründen, also aus technischen Gründen, wegen der Unterwerfungserklärung, die man da nicht nachweisen konnte. Das konnte das mit dem Völkerrecht ein bisschen schwierig. Aber es ist wenigstens versucht. Also ein Plädoyer für etwas mehr Gelassenheit, auch bei diesen sehr aufwühlenden Themen und versuche auch das Recht heranzuziehen, mal einen Anwalt zu konsultieren. Justenvereinigung gegen Kernwaffen bietet auch Rechtsbeistand. Wir arbeiten mit den Ärzten und Ärzten mit zusammen. Das ist so einfach ein Punkt, den ich an die Stelle machen wollte. Ein Schurkenstaat. Ja. Aber ich finde das persönlich doch ganz schön frustrierend, wenn man sieht, dass Menschen mit Krankheiten zu kämpfen haben und die weder finanzielle Unterstützung in ausreichendem Maße bekommen. Und wenn ich dann so überlege, was mit den Eingeborenen, den sogenannten, dort geschehen ist. Ja, also wir haben mehrfach Lüge angesprochen, hier wird bei Übel, egal ob es Schurkenstaat genannt wird oder nicht. Die Menschen haben keine Rechte und die haben auch keine Rechte, das durchzusetzen. Und wenn man dann vom ersten Film halt guckt, das Ändern des Mindsets,
Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit denken. Nicht zu denken, ich muss Wirtschaftsimperialismus betreiben, ich muss Waffen exportieren, ich muss um alles kämpfen, um hier unseren Wohlstand zu bewahren und andere wirklich in Tod, in Krankheit zu schicken. Das ist mein Frust dabei. Mir ist scheißegal, ob es Schuldenstaat ist oder nicht, sondern das ist eine Realität, die es mir sehr schwer macht, Politikern überhaupt noch zu glauben. Kriege werden durch Lügen wirklich initiiert und hinterher ist man wirklich der Verarschte, der nur noch mitfühlen kann. Das ist doch das Problem. Und das bezieht Atomkraft natürlich im extremen Maße ein. Das hat auch gerade noch mal ganz kurz was. Also ich glaube eben, ich würde Ihnen jetzt widersprechen, was die Gelassenheit angeht. Ich glaube, wir haben keine Zeit für Gelassenheit. Es passiert so viel Scheiße in der Welt. Und Deutschland ist einfach auch ein Land und eine Nation, die unglaublich gut an Kriegen in der Welt mitverdient. Und ich frage mich, was denn diese große Koalition endlich mal dagegen tut. Es geht mir auf die Eier. Ich will nur Gelassenheit erklären. Ich meine, man sollte, schon gesagt, habe ich schon bald so zu erklären, man sollte einfach bei dieser Aufgeregtheit der Diskussion, die wir gegenwärtig erleben, auch mit Medien und Social Media, was da alles soll, versuchen, das ein bisschen zurechtzurücken. Ne? Und genau wie Sie oder wie du sagst, man fühlt sich hilflos, man ist nicht hilflos. Man kann etwas tun, man kann sich mit anderen zusammentun. Und für die, sagen wir mal, die indigenen Völker sind nicht hilflos, die haben Unrechte. Die können sich organisieren, also Chief irgendwo eines Kleinstamms in Kanada, USA, kann rechtlich sehr viel ausrichten. Die haben sogar Eigentumsrechte. Das hat sich alles entwickelt. Man muss um die Durchsetzung dieser Rechte kämpfen. Aber das meine ich damit, dass man versucht, Sachzusammenhänge herzustellen und auch mit Rechtsmitteln zu arbeiten, um das Ganze auch voranzubringen. Weil nur betroffen zu sein und bestürzt zu sein und sich aufzuregen, hilft auch nicht weiter. Wenn wir in diesem Zustand, in diesem Gefühl, den Kiosa heute verlassen, so what? Was ist der nächste Schritt? Vielleicht Franka ganz kurz und dann was mit. Ich wollte nur auch nochmal auf beide Statements einmal kurz angehen. Was du gerade schon sagtest, die indigenen Völker haben durch den Bern-Treaty das erste Mal anerkannt bekommen, was du anfangs sagtest, in der Präambel anerkannt bekommen, dass die Tests und die ganze nukleare Kette Auswirkungen auf sie und ihre Gesundheit hatte. Und es zeigt eigentlich, dass das Völkerrecht funktionieren kann, wenn es eine weite, breite Zivilgesellschaft gibt, die sich dafür einsetzt und die jede kleinste Gruppe, Stamm, wie man sie jetzt auch immer nennen mag, mitnimmt. Und da denke ich, ICAN kann sich da auf die Schulter klopfen, dass sie das erreicht hat und dass der Bern-Treaty in der UN jetzt beschlossen wurde, aber es ist noch längst nicht das Ende der Reise. Und jetzt haben wir dieses Statement oder dieses Argument auf unserer Seite, wurden durch den Nobelpreis geehrt letztes Jahr, aber jetzt muss man dieses Argument weitertragen und ich glaube, ich finde Manfreds Sache ganz gut, dass wir irgendwie ja Orientierung suchen heutzutage. Also ich glaube, gerade meine Generation ist komplett orientierungslos und ich weiß, woran sind wir eigentlich auch. Und dass man irgendwie das Völkerrecht, was ja so viel vereint, irgendwie ein Weltparlament, wenn man sich das vorstellt, finde ich das eine total faszinierende und mir motivierende Vorstellung. Aber es glauben so wenige Leute daran und es verstehen so wenige Leute was davon, weil es in den Schulen nicht unterrichtet wird. Nicht mal der Juristenausbildung kommen. Genau. Ich denke, dass es schon viele Möglichkeiten birgt und dass man nicht nur betroffen sein kann, sondern wirklich was machen kann. Und zu den Rüstungsexporten in Deutschland, apropos machen kann, eine kurz Werbung für eine Aktion Frieden geht, ein Staffellauf durch Deutschland, der im Süden Deutschlands startet und an allen Rüstungsexporten ja, und hier durch Frankfurt am Main geht bis nach Berlin. 13 Tage und am 2. Juni endet er in Berlin hier mit einer großen Abschlussveranstaltung. Googeln Sie mal Frieden geht, können sich selber eintragen, können dabei selber teilnehmen, eine Strecke laufen, Fahrrad fahren, gehen. Auch noch gesund nebenher, ich finde es eine sehr nette Aktion. Das ist eine Möglichkeit, einfach erstmal Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, danke. Danke, Nadja.
ja nochmal die Frage, was kann man tun? Und da habe ich immer nochmal den Blick auf EWS gerichtet. EWS gehört auch zu den Sponsoren. Und das ist eine Genossenschaft aus Schönau, die hat sich gegründet. Michael Sladek und seine Frau haben nach der Katastrophe von Tschernobyl gesagt, wir müssen was tun. Und die haben dann gesagt, wir gründen eine Energiegenossenschaft und wollten ihr Stromnetz kaufen. In der Zwischenzeit haben sie nicht nur ihr Stromnetz in ihrem Heimatdorf gekauft, sondern sie haben auch mehrere andere Stromnetze sozusagen erworben. Sie haben eigene Kraftwerke in ihrem Ort. Es gibt die sogenannten Rebellenkraftwerke. Man kann Ökostrom von den Schönauern kaufen. Sie haben den höchsten Windpark Deutschlands gerade gebaut. Sie machen viele sozusagen Biokraftwerke und sozusagen kümmern sich auch verstärkt um das Thema Klimaschutz und wollen vor allem, dass Klimaschutz nicht missbraucht wird von der Atomenergielobby. Und das ist ein ganz tolles Beispiel. So, wirklich absolut super. Und die sind also auch in Berlin mit dem Büro und machen, kooperieren auch zusammen. Also das ist eine richtig tolle Geschichte, wo man auch was Positives bewegen kann. Also und die sind wirklich ein ganz, ganz tolles sozusagen Vorbild. Und das noch an der Grenze zu Frankreich, ne, wo wir wirklich sehr harte Debatten mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem französischen Parlament haben, aber dann doch unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und das ist tatsächlich eine positive Sache, die ich nochmal sozusagen sagen wollte. Oh. Okay, jetzt ziehen wir langsam Schlussstrich, ja auch mal später. Wir können Dinge hier noch am Tisch klären oder draußen im Gang. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für das Interesse, schon für die Anwesenheit und in diesem Sinne weiter so, bleibt engagiert, bleibt wach und bleibt mutig und nicht verzagen und notfalls über Schuldenstaaten sprechen. In dem Sinne noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke. Ich danke auch allen Besuchern, ohne Besucher geht Kino gar nicht. Ich danke allen Witwen. Es war eine sehr gute Veranstaltung. Wenn